Jo Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir im letzten Part haben wir ein weiteres Romulus-Gräbchen-Dingsdienst abgeschlossen. Weiß ich noch nicht, was es ist. Ja, so eine Kultstätte. Und in diesem Part machen wir etwas ganz Interessantes. Wir machen Plot. Wie überspannend. Ja. Macht Platz für die Guardia a cavallo! Es ist echt extrem. Ich bin zurzeit echt ein bisschen kommentativ unfreundlich, wenn ich länger aufnehme. Und ja, wir sind nicht angekommen. Heißt, wir haben hier. Haben wir hier eine Bank? Ja, das ist eine Bank. Oh, gut. Wie gut. Nur die beste. Hi. Gib mal Geld. So, 5000. Seide, hier. Seide und fein gewobenes Leinen. Das ist Fabro. Da, haben wir ihn. Seht euch die Ware nur ab. So. Ja, haben können hier Beutel und die schwere Schwertschnelle holen. Und Rauchbombengürtel. Wir können uns färben. Ebenholz. Entschuldigung, ich will einfach mein Schwarz wieder haben. Ebenholz ist wirklich mit Elfenbein eine der geilsten Farben ever. Vor allem hier. Das Schöne ist, wir können in. Elfenbein sieht geil aus. Wir können den Umhang auch einzeln färben. Also im Assassin's Creed 2 gab es ja die Umhänge. Die haben ja je nachdem, wo man ist, uns weniger, mehr und so weiter gebracht. Bringen uns ja je nachdem hab Dank. Nur aussehen. Bis zum nächsten Mal, Herr. Oh, das sieht so geil aus in Schwarz, dieses Kostüm. Deswegen mag ich das so, ey. Ich seid die Besten, ihr seid meine Freunde. Elfenbein passt auch irgendwie arschgut dazu. Das ist so schön. So, so werden wir das komplette Spiel noch verbringen. Amici, warum kauft ihr nicht bei mir ein? Ich habe die beste Ausrüstung des ganzen Leones. Glaube ich. So, dann kaufen wir mal ein. Rüstung, Hammer, Waffen. Römisches Langschwert. Nehmen wir. Einfach ein anderes Schwert haben. Das müsste es sein, hoffe ich. Und komm bitte, auf wieder. Ich bin nämlich, wie schon gesagt, kein Fan von den Standardfarben. Assassin Weiß sieht zwar echt geil aus, aber ich mag Schwarz lieber. Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Ah, in diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Und wisst ihr, was ich scheiße finde? La Volpe hat im zweiten Teil eine
ziemlich andere Stimme. Die hat sich so verändert, das ist echt ekelhaft. Na egal. Aha. Da wollt man auf den Markt. Da 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 da. Corinne, so viel Geld! Ja, das gefällt mir. Gott sei gepriesen. Herr Ida. Hui. Mein Glück sei auch. Luca sagt sie. Herr Ida. Ich liebe diese Sache heute Abend. Geld! Mio amore! Ein Festmahl heute Abend. Letzt einmal durchgehen und alle bestehlen. Ja, das wäre die eine Art, aber wenn man eine andere Art ist. Oh, das sieht so geil aus, ey. Ebenholz ist aber auch eine extrem geile Farbe. Und dass er auch so leicht zu beschaffen ist, finde ich echt toll. Weil in Assassin's Creed 2 gab es auch die Farbe Ebenholz. Aber das Problem war, du musst es dann nach Forli kommen. Erstmal einen Schneider finden und fertig. Ah, da zum Übersetzen. Check da zum Boot zum Übersetzen. Wir haben übersetzt. Nur denkbare Gräueltat begangen. Und sie hey, wann denkst du, haben ihre Frauen das letzte Tage der Woche? Und was haltet ihr davon? Hilfe! Volpe, mein Sohn Claudio wurde verletzt! Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich! Los, holt euch die anderen! Da ist nur einer! Du bist erledigt! Musst du noch berühren? Mach dich in Stücke! Tötet ihn! Du stinkende Pestbeule! Dafür stopp ich dir deine Leber ins Maul! Bis sie zu mir kommt. Schnell, sucht ein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Kui, tun wir es. An alle Bewohner und Besucher Roms, bitte achtet auf herabfallendes Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden. Unser Beileid gilt allen englischen Staatsbürgern wegen des Verlustes ihres Botschafters. Wir kämen auch ohne die Schmiede zurecht. Wir sind gute Christen und mein Mann arbeitet hart. Warum müssen wir nur so da? Er hat einen fucking verletzten Arm. Als wäre es nicht genug, dass wir ihre Kriege finanzieren. Nun sollen wir auch noch für ihren Unterhalt aufkommen? Ich habe kaum Brot auf dem Tisch. Aber soll den Ratsherren ihren Wein bezahlen?
immer. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen bisschen ruhiger, weil es eine anspannende Mission ist. Ich muss jetzt erstmal eine Brücke finden. Ich entferne mich von meinem Ziel, oder? Okay. Du bist in seiner Berufsehre gekränkt. Hört her! Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Gerüchte über erbitterte Kämpfe breiten sich aus. Jedoch sind die Überbringer dieser Nachrichten allesamt geflohen, bevor der Ausgang der Schlacht feststand. Oh. Tipptopp, super. Ein Hinweis an deine Leiche wird heute den Schatten. Ah, wir müssen nicht entdeckt werden, aber dafür. Ah, wir dürfen nicht entdeckt werden. Das ist toll, dass wir das so früh erfahren. Ah, es ist. Ah. So, wo war ich denn gesehen? Ach ja. Das Problem ist wirklich. Eine Gruppe Wachen da unten. Eine Weile habe ich vor San Lorenzo, Ori Lemura gebettet. Dieses Angebot geht mir nicht aus dem Kopf. Dieser Dieb, den ich erwähnte, er lügt mich. Shaggy. Habe ich den schon mal gesehen? Was glaubst du, wo er her ist? So. Andiamo. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Mein toller Punkt. Hat sie den Verstand wieso verloren? Hier. Mein, was ist überhaupt? Ja. Das war definitiv ich. Und hinterlässt nur Leid und Elend. Niemand soll sagen. Andiamo! Oh, dammi la an die Mitglieder.
Mitglieder der Architektengilde. Der Architetto Maestro Jan Kempkens von Delft gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Okay, jetzt haben wir noch kurz die Steuerung an. Ich will jetzt wissen, was ich machen muss, um diesen scheiß Herold zu bestechen. Auf Wunsch des Condottiero Simone Occhibianchi wird seine Hinrichtung als Strangulation stattfinden. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, morgen zur gewohnten Zeit. Oder? Der Senat von Rom richtet einen ernsten Appell an alle Römer, Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kätzchen. Senator De Rossi war zutiefst betrübt. Ah, wahrscheinlich nicht Geld. Über solch einen halbtückischen Mörder kann nur Gott selbst richten. Du sollst nicht töten. Folgen wir dem Herrn. Aber die Borgia müssen eine feine Stadt, muss sich erheben. Ihr gewinnt. Ciao. Die Borgia schänden sie. Lauf zur Kirche! Lauf zur Kirche! Nicht! So. So einfach geht das. Bagger! Ja, merkst du, soll ich aufpassen, wie viel Florin ich habe. So was habe ich. Denn. Das könnte entscheidende Vorteile bringen. Glaube ich. Hi, hi! Ich hätte es fest damit gesehen, dass das Pferd dann doch noch runterfällt. Naja. Ich würde es sowieso sagen, wir holen uns mal kurz an unser Geld von der Bank ab. Mir Bank. Kein Kunde von dir. Oh, Gott. 1000. Wird jemand schlecht angezogen sein? Wie wir sehen, bei diesem Aussichtspunkt können wir noch gar nichts machen. Das ist hier doch. Ich habe es. Hi. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren. Aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. So, und jetzt kommt der Punkt. Das muss man dreimal machen mit all drei Gebäuden. Ich der einzige hier hingelegt, aber wo? Ich finde ihn einfach nicht. Der letzten Lücken, und zum Glück, man muss nichts zahlen. Und wir stehen da, wenn du uns aufgebaut hast. Schon haben wir's. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab.
Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Kann ich nämlich das Glücksspiel machen. Das will ich kurz noch zeigen, das habe ich noch nie gemacht. Kommt und spielt, mein Freund! So, Glücksspiel habe ich noch nie gemacht. Hazard! Okay, erster Wurf, werfst du denn Throw in? 7 oder 11? Aha, also eine 7 oder eine 11 muss ich werfen, dann habe ich instant gewonnen. Bei einer 2, 3 oder 12 habe ich verloren. Bei allen anderen habe ich die Chance. Wenn ich eine Chance Aha. Okay. Machen wir mal 170. Mama, 10 Punkte. Das ist echt. Ach, spielen wir nochmal. Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme erst ab 18 Jahren. 9. Schon Zahl ist 9. Bene. Und jetzt haben wir. Dann war es das und... Hier ist automatisch auch der da hier. Nur jetzt will ich kurz was wissen. Was ist... Das da für ein Symbol? Ah, ich weiß, was das ist. Ah, da kommen wir noch später zu. Aber, Leute, ihr habt ja gehört, das hat Sinn drin gemacht. Ich wollte noch kurz das Glücksspiel zeigen, das ich selbst auch noch nie gespielt habe. Jetzt haben wir es gesehen und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Gut, ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö. Wir machen im nächsten Part wahrscheinlich sowas ganz Kleines, nennt sich Romulus-Grab. Versteckt der Romulus. Von dem wir, wie man schon sieht, insgesamt eins sehen. Noch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss, Leute.